Leiser erstatten lassen. Ja. Es ist eine besondere Ehre, dass ich heute mal hier als Erster sprechen darf. Erst einmal vielen herzlichen Dank für die Einladung, dass wir heute hier sein dürfen und dass wir auch das Stadion nutzen dürfen für einen tollen Event. Ich finde es ganz großartig, dass wir mal eine andere Idee hatten, wie wir vielleicht ein bisschen unterstützen können, was das üblicherweise der Fall ist, mit der Gießkanne irgendwo Geld auszuschütten, sondern zu sagen, das müsst ihr euch redlich verdienen heute. Nämlich für einen guten Zweck. Aufgrund der Hochwassergeschichte im Sommer haben wir gesagt, wir hätten die Idee, dass wir mal versuchen, mit einer Mannschaft von Tele Columbus gegen die Oldies vom HFC anzutreten. Man hat uns gewarnt davor, man hat gesagt, das wird kritisch und zwar sehr teuer, weil wir natürlich folgende Regel heute ausgemacht haben. Wir haben gesagt, das, was ihr an Toren schießt, werden wir mit jeweils 500 Euro vergüten. Und es ist vollkommen egal, welche Mannschaft die schießen wird. Auch von uns hier, von der BWG und von der BWG Service GmbH, Herr Schicke, erstmal vielen Dank. Herr Brauer, wo ist er? Auch ebenfalls vielen Dank. Tolle Sache, dass wir es geschafft haben oder dass die Tele Columbus es geschafft hat, dass wir ein Benefizspiel machen können für unser Erlebnishaus. Heute ist es wieder in Betrieb gegangen, nach 8 Wochen Bauzeit. Das steht jetzt am Wohnzentrum Lührmann. Er hat hier gesagt, es ist schön, dass ich in Ihrer Mannschaft mitkicken darf. Ich bin von Hause aus Handballer, also keine Gefahr. Und freue mich einfach auf ein schönes Spiel. Und die Kleinsten vom HFC, die haben auch ein Stückchen was davon, wenn unser Erlebnishaus wieder richtig funktioniert, dann sind die herzlich eingeladen. Da hat er seine Familie mit. Kilo, spielst du mal hinten? Was ist so viel auf? Nee, links. Erst mal, aber dann. Du, die schicken wir auch noch mal vor. Komm, ja. Links. Kilo. Du bist so viel bei Zeiten kaputt. Und deine Glanzkommando. Bitte, hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Ja! Oh. Oh, keine Ballername, so ein Ding. So, und die Nummer 7 erzielt das 14-0 für die HFC Oldies. Und wieder eine Glanzparade von Anne Blinkhuber. Fast wäre man
Wir freuen uns, dass wir einen Weg gefunden haben, ja noch mal eine andere Form zu unterstützen. Das ist eine Gemeinschaftsaktion von allen Beteiligten. Und dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Genau, Ausreich für die Organisation. Herzlichen Dank. Und wir haben das mit den Minis noch ein bisschen ausbauen. In dem Sinne, vielen Dank und schönen Abend.